Ja, da sind wir wieder von der Pinkelpause zurück. Keiner wollte reden. Yippee! Kuckuck, hallo. So, dann fahren wir mal weiter, ne? Damit wir heute Ja. nochmal ankommen. Ja. Ist auch gerade so schön frei. Und meine Hula-Hoop-Tante, die will ja auch mal wieder Du zu und deine Hause, Hula-Hoop-Tante. zu Hause mit deiner ankommen. Hula-Hoop-Tante, ne? Ich hab Ich grad finde gerade das mal. übrigens sehr schön, dass die Schilder hier alle IKEA-Farben haben. Hübsch, ne? Ich habe jetzt gerade mal Ja. in die andere Aufnahme reingeguckt und habe auf eine Stelle geskippt. Da hat der Carsten auch von seiner Hula-Hoop-Tante geredet da. Ja, ich hab die halt gerne, meine Hula-Hoop-Tante. Ja, das Problem ist nur, ich, ne? Bin ein Ne? bisschen leiser. Ne? Was leiser? In der letzten Session, also in der letzten Was? Aufnahme. Die Hula-Hoop-Tante ist Das zu ist leise. gar nicht schlimm, Julian, die hört dir eh keiner Aber zu. man versteht mich immer noch ein bisschen. Wieso Also bist du man versteht noch, leise? was ich sage. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie, glaube ich, an den Mikrofonregler gekommen oder so. Ah, je. Ja, aber man versteht Meine noch, was ich sage Profis. und ich hau da die Normalisierung drüber, dann geht das. Genau, die Normalisierung. Das passt schon. Das krieg ich schon hin. Da passt Das das. hilft bei deiner Stimme auch nichts mehr. Das passt schon. Weißt du, ich nehme ihn doch hier und da in Schutz. Warum mache ich das Ja, eigentlich? warum machst du das eigentlich? Warum machst du das Ja, eigentlich? weil ich zu nett bin. Du bist zu nett für diese Welt. Ja, aber gut, ich meine, du kannst ja nichts dafür, dass du klingst wie Goofy. Wobei, man muss ja dazu sagen, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, ne? Ja, und ihr seid beide Scheiße und ich bin nett. Carsten ist auch nett. Ich bin auch nett. Oh, ich bin nett. Geradeaus. Wenn ich jetzt sagen Also. würde, Carsten ist nett, würde mich jetzt Julian fragen, meinst du nett oder nett? Ich bin geblitzt worden. Nein, ich weiß ja in dem Also, Kontext, was du meinst. Ach ich so. muss ganz ehrlich sagen, wenn Ja? mir jemand sagt, ich bin nett, dann fühle ich mich schon ein bisschen angegriffen. Vor allem, wenn Echt? Frauen das sagen. Na, du bist Jakob? ja netter. Ja? Du bist Das nett. klingt ja. Das klingt ja auch, als würden sie Du mit auch. Übrigens Anfang. rechts runter. Rechts runter. Der Carsten geht ja jetzt schon. Nein, ich gähne gar nicht. Das war nur, ich habe nur die Oh Stimme. nein, du, ich Ich habe nur die Stimme geh nicht. verstellt. Ich mach voll die Herausforderung im Moment, ne? Mit dich. Und dann links, ne? Nach Links. Kalmar. Ja, wir müssen ordentlich vorproduzieren, ne? Gä? Andi ist bald weg. Natürlich. Gä? Gä? Ich finde die Spuren hier immer noch zu eng. Nein. Doch. Ja, Kannst du das gut ist so, wenn fahren. man nicht fahren kann, Julian. Total gut sind die Spuren hier. Ach, Hier, immer diese. die sage ich ja auch nicht. Heute ist gut. Als ob das wann anders anders ist. Wann anders Wann anders? Das soll mal Andi. gleich. Ah, wie anders, weil anders einfach, weil anders 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 ist. Ja, jetzt hast du deine Pointe Oh versaut. nein, jetzt geht das wieder los. Schon wieder eine Tankstelle? Wir hatten noch gerade eine. Wenn ich wirklich mal eine Tankstelle brauche und leer bin, dann kommt keine, ja? Der Carsten singt Ghostbusters. Who you don't call? Ghostbusters! Ah, schön. Something strange in the neighborhood. Who Das you ist auch gonna so ein Lied, call? das kennt jeder. Ja. Ja. Was? Aber wenn wir so weitermachen, haben wir bald keine Abonnenten mehr. Warum? Was? Was? Wir sind Ghostbusters alle Profisänger hier. Total. Die Fahrbahn Waterloo. wird eng. Ah, die Fahrbahn wird eng. Waterloo. Und alle mitsingen. Geradeaus. Waterloo. Nein, das ist Waterloo, kann ich nicht. Waterloo. Keiner singt mit. Ne, Waterloo kann ich nicht. Waterloo. Waterloo. Gut, das reicht jetzt. Oder einmal noch. Waterloo. I've been looking for freedom. Oh nein. Ey, nur wegen David Hasselhoff gab's die Aber wer guckt Wiedervereinigung. da vorne vor mir so komisch mitten auf der Straße rum? Julian, bist du das? Ja. Was Was machst du denn? kommt denn als nächstes, Carsten? Ha, 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 staying alive, Ja, staying genau. alive. Oh Mann, ey. So, jetzt mal ernster bei der Sache hier, ne? Ja. Ich kriege jetzt gerade nicht hin. Wir sind immer ernsthaft. Ernsthaft? Ja, total ernsthaft machen wir jetzt. Wir machen jetzt ein Ernsthaft? ernstes Let's Play. Ernsthaft? Kennt einer von euch noch dieses Was denn? PlayStation 3 im Ja, kenne ich. War richtig Geil. beschissen. Da gab's Nein. doch auch hier Popstars und Alter, du Popstars? Move it, move it. So rum, SingStar. Ja. Ach, SingStar, Kennst weil du? Move.
Move war immer etwas, wo ich mich gefragt habe, was ist der Sing dabei? Wenn ich zocke, will ich mich nicht bewegen. Oh, links abbiegen. Ja, da gibt's ja extra dieses Singstar zum Beispiel. Du stellst sie halt vor den Fernseher und fängst an und, Ja. Oder dance da und tanzt und erfasst deine Bewegungen mit und gibt dir dann eine Auswertung, wie schlecht du bist. Singstar links abbiegen, da habt ihr mitgekriegt, ne? Und wieder links. Ich hab das Spiel an sich, aber ich habe keine Mikrofone mehr. Hast du ja alle zerkloppt? Nein, die sind mir abhanden gekommen. Irgendwann mal bei irgendeinem aufgefressen. Wo wollt ihr denn hin? Gekommen. Links. Ich fand, also das Problem, die Ampel ist rot geworden. Problem bei PlayStation Move war immer, die haben die bestehende PlayStation Eye Kamera, dieses auch schon damals mit den iToys gab bei PlayStation 2. Seid ihr über die Ampel rüber oder nicht? Hä? Seid ihr über der Ampel rüber oder nicht? Über die Ampel rüber. Da links, ne? Und der Andi? Links bei der Ampel. Da hinten. Wo seid denn ihr? Ey! Links bei der Ampel, links bei der Ampel, links. Mir ist gerade einer, ja! Ich weiß nicht, wo ich gefahren bin, meine Bremse ist kaputt, so. Wurde sich gerade aber beschwert, ne? Es ist mir da reingefahren! Die ist Key kaputt. Was war mit Ei, was? Die PlayStation Eye Kamera, die gab es ja damals bei iToy schon dabei, für die PlayStation 2. So, und die haben sie für PlayStation von Apple 3 Move. Eine Eye Kamera. Und ein Eye-Toy? EYE, Auge, Englisch so, Auge. Auge. So, die haben sie benutzt für die PlayStation 3 Move, aber die war halt scheiße, weil die Lichtverhältnisse nie erkennen konnte. Die hat halt ständig gemeckert, ist zu dunkel, ist zu hell. Und deswegen hat der Move auch nicht richtig funktioniert. Ey! Sag mal, ist der bescheuert? Der will sich rächen. Ja, das hat er jetzt davon. Was habt ihr da für ein Problem? Melden? Ich gar nichts. Ich halt mich raus. Tabulator. Ich hab rechte Maustaste, dann den Namen anklicken und dann auf Report. Das hab ich ja jetzt sogar gelernt. Cool, ne? Wie machen? Tab drücken, dann auf die rechte Maustaste, mit dem Mauszeiger zu dem hin, auf den Namen klicken und unten rechts Report Player. Wie heißt denn der jetzt? Scheiße. Das sollte man schon wissen. So, mal irgendwie anhalten oder sowas? Ja, es wäre nicht schlecht. Hallo, wo ist denn jetzt meine Maus? Ach, festhalten, ne? Nee, nur rechte Maustaste einmal kurz drücken. Port Player? Habt ihr jetzt bei der Tanke gehalten? Nee, habt ihr nicht. Doch. Nee. Echt? Also ich bin rüber aufs Tankstellengelände gefahren, weil ich nicht mitten auf der Straße stehen will. Kollege. Willst du mir damit sagen, dass ich mitten auf der Straße stehe? Ja, das wollte ich damit sagen, genau. Super. Ich weiß nicht, ob ich noch weit komme, der ist mir volle Kanne rein. Weil es so viel Spaß macht, tanke ich nochmal eine Runde. Ach so. Was sollte denn der Scheiß eben? Naja, der fand das wahrscheinlich auch nicht so gut, dass er über grün fährt und dann von der anderen Seite einer kommt. Das nennt sich der Eile. Hallo, der hat gebremst, der ist mir ja noch nicht mal großartig reingefahren. Also sowas. Dumm die Dumm. Wo seid ihr jetzt hin? Tanke. Wir sind an der Tankstelle. Ist ja nicht mehr weit bis Vexieux. Nee, aber bis Bergen noch. Ja, aber das sind immer noch 1016 Vexieux. Kilometer. Deswegen. Wir haben es gerade mal 32 Kilometer weit geschafft. Und wir haben es sagenhafte 1:30. Doch schon. Da ist der Andi. Gut. Mal gerade gucken. Ja, wenigstens hat er meine Fracht nicht so extrem beschädigt. Oh. Alles gut. Das sah gerade sehr knapp aus. Nein. Ich hab schon geguckt. Ich hab den Andi auch nicht im Rückspiegel gesehen, ansonsten hätte ich gewartet. Geguckt. Ich gucke in den Rückspiegel. Ja, alles gut, ich hab dich herausfahren sehen. Ich hab mich so hingestellt, dass ich sehe, wenn er kommt in der Frontscheibe. Warte mal, was hatten wir denn eben für ein Thema? Die PlayStation, ne? Mit der Eye-Kamera. Ich hab dir ja so schön zugehört, in dem Moment bin aber auch auf meiner Straßenseite gewesen. Der muss mich gerammt haben. Ich kann den eigentlich nicht erwischt haben beim Überholen. Ja, ich hab gerade überlegt, ob er überholen wollte, aber ich war auf meiner rechten Spur. Ich war nicht irgendwie auf der linken, also eigentlich kann das nicht sein. Also was ich
Fazit war, die geradeaus. Kamera war zu schlecht, um das mit Move zu packen. Und deswegen hat Move auch nicht so geradeaus? Gut funktioniert. Mhm. Geradeaus und dann links, die nächste. Also ich hab's ja selber, wie gesagt, auch bei mir lief's eigentlich einwandfrei. Auch jetzt dieses neue bei der PlayStation 4. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es da nochmal heißt. Ja, da haben sie es beim Controller jetzt integriert. Der Controller hat ja jetzt alles integriert. Touchpad, Lautsprecher, dieses farbige, leuchtende Tracking-Teil für die Motion-Bewegung. Du hast ja jetzt alles in einem. Links? Links. Ja, links. Und dann wieder rechts. Das ist aber irgendwie lustig. Hast du das schon mal benutzt, Julian? Kennst du das zufällig? Ich habe weder PS4 noch Xbox One benutzt. Das ist lustig, wenn da dieses Wesen auf dich zufliegt. Da gibt es ja so eine spezielle Spaßsoftware. Da fliegt so ein Wesen auf dich zu und so. Du kannst das dann richtig wegschlagen. Das fliegt dann auch weg. So, und dann links ja, wieder. Und der Andi spielt am liebsten Fruit Ninja. Was? Der Frucht Ninja. Der Frucht Ninja? Kenn ich nicht. Nee, mit dem Schwert die Früchte. Ninjan. Dem Schwert die Früchte? Ja, zerschlagen in Hälften. Und dann darfst du die Bomben. So. Und dann darfst du die Bomben nicht treffen, die da hochkommen. Im Kreisverkehr kommen. Rechts. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das habe ich fürs Handy habe ich das sehr viel gespielt. Beziehungsweise damals. Handy hast du das gespielt, konnte das Handy das nicht allein? Beziehungsweise damals auf der Xbox 360 mit Kinect, da gab's das auch für. Da habe ich das mal als Demo. Ich wollte mir das ja nicht kaufen. So. Ach du Scheiße. Weil ich ja mittlerweile echt sagen muss, ich frage mich schon wieder, wofür ich mir die PlayStation seinerzeit geholt habe. Also ich kaufe mir so ein... ich kaum benutze. Sowas auch du gar nicht. Du hast einen Blu-Ray-Player. Ja super, den habe ich auch so. Ja, was soll ich hier drin eigentlich jetzt? Wenden. Cool. Ich wende mal eben. Der Julian fällt mir hinterher. Ja, das war ja mal richtig kacke. Julian, das war eine schlaue Idee. Warum? Was ist das Weil Problem? Es doch im Leben nicht passt, was du davor hast. Was ist das Problem? Ja, Mauer! Was machst du da, Andi? Ich fahr ja jetzt nicht. Nach rechts geguckt. Was wer ist der nächste jetzt? Andi und Julian, ne? Treibt? Nee, wer packt hier ein? Ja, ich versuche es gerade. Ach, der Schoten hat ja abgelehnt. Nee, wer war denn jetzt hier? Nee, Carsten liefert hier. Carsten hier ja? Ja, ich versuche hier gerade abzuliefern. Klappt nicht, oder wie? Ja, fahr du mal da an die Wand. Ja, nee, da muss ich ja nicht hin. Ja, dann verschwinde da mal. An die Wand? Wie verschwinde da mal? Ich stehe doch überhaupt nicht im Weg. Nee, gar nicht. Hä? Alter! Du musst doch in die Lücke rein. Wo ist denn da jetzt? Warte mal, ich zeig dir mal, wie das geht. Warte mal. Machen die Vögel denn da? Ja, ich zeig Carsten dir Carsten jetzt einzuparken und Andi macht genau das, was Andi normalerweise nicht mag, nämlich die Leute beim Einparken behindern. Ich hab Carsten heute noch nicht gedisst, es wird mal Zeit. Carsten, pack doch mal ein jetzt. Direkt ich an die zitiere Wand. Jetzt mal den Andi, ne? Carsten, du kannst dich heute in Sicherheit wiegen. Hallo Carsten, Der Carsten rupft aber in seinem Lenkrad und er hat einen niedrigen Lenkwinkel eingestellt. Nö, 900 Grad. Dann rupft er aber in seinem Lenkrad, du. Weil ich brauche immer eine Weile, bis ich das Lenkrad einmal komplett rumgedreht habe. Ja, der fährt halt Auto, ne? Der Auto? Auto ist was anderes. Der ist vom Autofahren schon trainiert. Ist hier eigentlich Non-Collision Zone? Kann ich durch die Durchfahrtsche coden oder nicht? Nein, hier ist keine Non-Collision Zone. Hier ist keine. Nur auf dem Hof. Blockierst du den Julian oder was machst du? Nee, der Julian fand es eine tolle Idee, da hinter mich zu fahren. Ja, was ist denn das Problem? Oh. Fährst gleich raus und gut das ist. Das war die Wand. Da muss er hin. Oh, das ist ja. Ah, Carsten, da wäre ich von der anderen Seite dran gefahren. Es ist beruhigend, dass es nicht nur mir so geht. Ich dachte immer, mir geht's nur so. Warte, geht doch. Ja, aber du brauchst gerade auch so lang wie ich sonst. Ja, aber. Also so die Hälfte. Aber da wäre ich von der anderen Seite rangefahren. Da wäre ich geradeaus bis vor die Stirnwand gefahren und wäre dann rückwärts so da in die Wand gefahren. So da? Ja, so da. So ja, da hier, erst in die hier Wand sind, gefahren? Hier ja, so da, Wasser. Hier sind ganz viele Bäume. Ja, ganz dann kaputt. Soda-Bäume. Ja, das ganz sind Soda-Bäume. Viele Bäume. Das ist dann ein Schwimmbad. Die heißen Soda-Bäume, weil sie einfach so dastehen. Ja. Carsten? Brauchst das du ist aber noch? Die Soda-Brücke, Julian. Ja, die steht auch einfach nur so. Soll ich dich denn da stellen und reinwinken?
Da steht ja schon eine. Ja, nur den hat er schon zerquetscht, also eigentlich wollte ich dann neuen. Sie von hier nicht, ich stehe hier doof. So. Ich sehe das aus der Außenansicht. Das ist recht interessant, was der Carsten da fabriziert. Ich guck auch mal. So. Haben wir es geschafft? Ja. Ausgezeichnet. Das wollte ich gerade mal gucken. Boah, und das nächste Level fast erreicht. Wer liefert als nächster ab? Du, ihr beide. Speichern. Wer fährt vor?